Wenn der Name eines Taschenmessers übersetzt Aufgabe bedeutet, kann man davon ausgehen, dass es jetzt zur Sache geht. Heute dreht sich alles um das Kaiser Task. Los geht's! Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail von Kaiser bekommen. Da hatten sie mir auf eine sehr alte Nachricht von mir geantwortet und haben gesagt, hey, uns gefällt, was du machst. Gibt es denn irgendwas bei uns aus dem Sortiment, was dich interessieren würde? Und das Task ist eins, das mich tierisch interessiert hat. Da gibt es ein paar Gründe. Einmal die Verriegelung, dann die Materialien, was haltet ihr davon, bevor dass ich jetzt groß erzähle, ja, dass ich die Kamera von oben hole und wir werfen mal einen Blick drauf. So, warum erzähle ich das überhaupt, wie ich an dieses Taschenmesser gekommen bin? Naja, ihr müsst ja irgendwo wissen, dass ich das von Kaiser bekommen habe und dass das logischerweise, wenn das für ein Video rausgeht, 150.000 Mal durch die Qualitätskontrolle geht. Wobei ich bei Kaiser noch nie Probleme mit der Qualität hatte. Die Standardverpackung, ich mag das Kaiser-Logo, hat mir schon immer gefallen. Da schauen wir jetzt mal rein. Da hatte ich das letzte Mal ja auch gesagt, hier finde ich jetzt nicht unbedingt die stabilste. Ich meine, man sieht es, das ist hier Kunststoff und so weiter. Aber der Inhalt ist ja das, was zählt. Wir sind ja hier nicht in der Premium-Line. Was haben wir denn drinnen? Wir haben wieder Dokumentation und eine... Na, wo haben wir es? Wenn ich da dran kommen würde, ne? Ein Mikrofasertuch haben wir wieder mit dem Kaiser-Logo drauf und dem Schriftzug. So, dann kann das schon mal auf die Seite. Was haben wir noch? Wir haben, und das finde ich immer so toll, wir haben Schrauben mit dabei. Das ist wirklich klasse. Ich habe von einem Kaiser noch nie eine Schraube verloren, aber bei ganz vielen anderen Taschenmesser und die passen. Und das ist echt cool. Was ist noch drin? Ein kleiner Aufkleber, die haben sie jetzt öfter mit drin. Ich finde die eigentlich ganz lustig mit den kleinen Bärchen. Und das Taschenmesser. Jetzt kann das hier mal weg. Ich lasse aber mal die Schrauben hier, weil wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, aha, okay, das ist ein Crossbar-Lock. Das gibt ja den Klatsch-Lock von Kaiser und der Klatschlock, da ist es so, da legen die normalerweise Federn mit dazu, noch einen Satz. Und hier ist kein Satz Federn mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur bei meinem so ist. Deswegen hat mich das gewundert, ist das denn jetzt ein Klatschlock oder ist das was anderes? Wir werfen jetzt erst einmal einen Blick aufs Taschenmesser und danach bauen wir es mal kurz auseinander. Also, was haben wir denn genau? Wir haben schwarzes Mikata, ist jetzt noch gräulich, wenn es dann speckig wird, wird es schwarz. Ich mag das Mikata von Kaiser, das fühlt sich so toll an. Das ist, wie soll ich sagen, das fühlt sich weich an, schwer zu erklären. Ich mag den Daumenpin und wenn man mal genau hinschaut, ist dieser Daumenpin tatsächlich verschiebbar. Ich kann entscheiden, wie weit vor der geht. Natürlich gibt es dann irgendwo mal einen Stopp, ne? Weil da ja die Griffschale kommt. Aber ich kann mir den anpassen. Und ja, was soll ich zur Action erzählen? Ne? Ich meine, ich glaube, dass das ziemlich klar ist, dass das extrem gut funktioniert. Spidey Flick natürlich auch, ist klar. Und sie nennen es jetzt ein Reverse Tanto. Ich finde, das ist so eine schöne Geometrie. Ich habe halt wirklich auch eine richtig schöne, wie heißt es so schön, penetrierfreudige Spitze und trotzdem habe ich ja eine modifizierte Warncliffe oder Cleaver oder wie auch immer man es nennen möchte, ja. Es ist eine richtige Arbeitsklinge und das macht wirklich was her. Nick Consoli hat es designt. Ich kenne Nick Consoli nicht, sagt mir nichts, aber ich sehe hier, kriege ich das sichtbar in der Kamera? Hier hat man das Maker's Mark. Und auf der Seite haben wir natürlich das Kaiser-Logo. Bauen wir es mal auseinander und gucken uns das mal genau an. Ne? 154 cm übrigens, für mich immer noch ein klasse Stahl, mit dem kann ich echt was anfangen. Der hält, ich kann es immer nur wiederholen. Bei Taschenmessern, die jetzt nicht unbedingt 300, 400, 500 Euro kosten,
muss jetzt in meinen Augen nicht immer der absolute Superstahl da sein. Wobei 154er wurde bei Benchmade auch eine Ewigkeit verwendet und die haben mehr gekostet. Das Taschenmesser liegt jetzt so ein bisschen über 100 Euro, ich glaube so 115, 120, irgendwas um den Dreh rum. Da ist 154 cm absolut in Ordnung, in meinen Augen. Jetzt habe ich hier einen 8er Torx drin und jetzt fällt uns schon auf, aha, okay, zwei Schrauben langen. Schauen wir uns das mal an, um unter die Griffschale zu bekommen. Weil der Klatschlock ist ja so, dass ich da eine Omega-Feder habe und diese Omega-Feder, die kann ich, vorne wird sie eingehängt und hinten habe ich dann 5 verschiedene Positionen, wo die dran kann. So kann ich die Spannung hier verändern. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, kriegen wir die Griffschale runter. Blaues Loctite noch drin. Ja, es ist ein Klatschlock. Also ich bringe es noch mal näher, dass man es sehen kann. Ja, das kann man, glaube ich, gut sehen. Und diese Feder könnte ich jetzt hier verändern. Ich bin jetzt hier in der festen Einstellung. Ich finde, das hat sich sehr gut angefühlt. Ich möchte das so lassen. Und das ist halt eine tolle Sache, ne? Aber auch ich finde es immer schön, die Griffschalen auch mal von der anderen Seite anzuschauen. Da sieht man halt auch wirklich, dass hier sauber gearbeitet wurde. So, wunderbar. Und jetzt legen wir das wieder dran. Also, ich glaube, man hat es gesehen. Ne? Hier drunter ist natürlich nochmal eine Schraube. Aber die hat uns ja nicht zu interessieren, wenn es uns nur darum geht, dass man vielleicht die Omega-Feder anpasst, austauscht, wie auch immer. Die Dinger brechen ab und zu mal. Ja, habe ich auch schon gehabt. Ich habe so ein Taschenmesser, das frisst die gerne. Komischerweise ist das ein Taschenmesser, das ich halt sehr gern habe. Ne? Was soll ich machen? So, wunderbar. Und da finde ich es immer ganz praktisch, dass Kaiser da welche mit reinlegt. Hier sind jetzt keine dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir lag oder ob das... Na, ist immer mittig? Ja, ich würde sagen, das ist mittig. Ich halte es jetzt noch mal eine kurze Zeit hier, weil mir irgendwann mal gesagt wurde, dass das nicht mittig war. Also wenn das jetzt für euch nicht mittig aussieht, dann weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Für mich, mit meiner Brille, mit meinen Augen, sieht das sehr mittig aus, damit wir da alle Missverständnisse mal vermeiden können. Ja? Wirklich ein tolles Taschenmesser. Ich mag auch satinierte Klingen mit dieser kleinen Swatch hier oben. Die macht wirklich was her. Toll. Und oh, das ist halt wieder... Ich mag halt diesen Klatschlock. Ich bin da wirklich sehr affin. Der macht halt einfach Spaß. Also Crossbar-Lock an sich gehört ja zu meinen Lieblingsverriegelungen. Die Dinger funktionieren und machen einfach Spaß. Nick Consoli, toller Job. Muss ich echt sagen. Macht was her. Liebe Linkshänder, auch ihr könnt den Clip einmal umsetzen. Der ist nicht vertieft. Also ihr seht es, der liegt dann auf, aber... Oh, der sitzt aber wirklich tief. Warte mal. Also das ist schon tief, ne? Oder? Da guckt nichts raus. Ja, das Invictus war noch mal tiefer. Das ist schon gut. Schön. Reitet sehr tief in der Tasche. Sowas mag ich sehr. Wirklich ein schönes Arbeitsmesser. Und klar, ist jetzt nicht das günstigste Taschenmesser, das wir je hier auf dem Kanal gesehen haben, aber es ist auch definitiv nicht das teuerste. Das ist wirklich ein gutes Taschenmesser. Ich mag Kaiser. Dass das auch so, dass ich jetzt hier einfach gar nichts mehr anpassen muss und das Ding passt und ist mittig und nichts schleift und nichts tut. Tolle Nummer. Kaiser und Nick Consoli. Ich mag das Mikata, das fühlt sich so toll an. Schön gemacht. Wenn jetzt jemand natürlich nicht auf diese glänzende Klinge bzw. die glänzende Hardware steht, ist das vielleicht nicht unbedingt das beste Taschenmesser, das man sich auswählen kann. Aber wenn du sagst, ich benutze das so stark, dass das sowieso bald anders aussehen wird, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es übrigens, so viel ich weiß, nur in dieser einen Ausführung. So, jetzt habe ich das ganze Video über nichts getrunken. Ja, heute ist mal eine Dr. Pepper dran. Haha, was ein Geräusch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt.
Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt wirklich viel zu entdecken und ich würde mich tierisch freuen, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind, ein Taschenmesser von Kaiser habe ich noch. Das kommt in einer anderen Verpackung, ist aus einer anderen Serie. Ich habe noch ein paar andere Taschenmesser hier und ich habe auch noch ein bisschen was vor, das nichts mit Taschenmessern zu tun hat. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Was aber am allerwichtigsten ist, lasst euch bitte niemals unterkriegen. Bis zum nächsten Mal.